in einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Alle Angestellten müssen an einem Trainingsseminar für Notfallsituationen teilnehmen. Für Trainingszeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Guten Tag.
Sicherheitsvorschriften erfahren. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Hubble-Schiff Torrens auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 760. Rufen Sebastopol Verkehrsüberwachung. Bitte kommt over. Wir regieren the lane, Captain Torrens. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Wayne und Yutani. Sie haben Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Diane Verlaine hier, Captain der Torrens. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Verlaine hier von der Torrens. Was zur Hölle war das? Sebastopol! Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie! Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sebastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sebastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Thank you.
Sevastopol. Hier spricht Weyland Yutani Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits.